Es kommt nicht immer auf die Größe an. Heute packen wir den Traxxas TRX4 M Defender aus, schauen uns alles im Detail an und machen hier natürlich auch noch eine Probefahrt. Viel Spaß bei dem Video. Starten wir unsere kleine Reise mit der Verpackung. Und die ist wirklich handlich, denn es ist ein Trail- und Scale-Crawler im Maßstab 1:18, der Traxxas TRX4 M. Heute mit dem Defender, den wir hier schon richtig schön in dem großen Blau einmal sehen auf der Front. Auf der Rückseite der Verpackung siehst du dann den Defender hier nochmal im Seitenprofil und es ist natürlich eine lizenzierte Karosserie, deswegen auch hier dieses Land Rover Logo. Auf den Seiten findest du zum einen deinen Defender so ein bisschen im Profil, einmal in Rot und einmal auch hier von hinten in Schwarz, auch eine ziemlich geile Farbe. Auf der anderen Seite siehst du dann, für welche Farbe du dich wirklich entschieden hast. Du kannst den Defender jetzt gerade kaufen in so einem Silber in Grün, so wie ich ihn heute auspacke. Für viele sicherlich sehr spannend, die Farbe zu sehen. Dann hier in Rot und in Blau. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, im Zubehör Ersatzkaros zu kaufen. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Oben auf dem Deckel sehen wir dann hier das Chassis von dem TRX4M. Hier wird nochmal so ein bisschen eingegangen auf das Lenkservo mit Metallgetriebe, Regler, hier die Canyon Trail Räder von Traxxas und natürlich, dass das Ganze schon mit Akku und Ladegerät kommt. Hier sieht man den Defender nochmal ein bisschen mit seinem LED-Scheinwerfer. Das ist ziemlich cool. Auf der Unterseite, da kann man dann ganz wunderbar abschätzen, wie groß ist mein Defender eigentlich. Denn im Gegensatz zu den anderen Fotos ist dieses Foto hier die Originalgröße des Fahrzeugs, bedeutet also, genau in dieser Größe packen wir das Fahrzeug jetzt aus. Eine Verpackung ist schön, aber die alleine kostet keine 200 Euro. Es kommt auf den Inhalt an. Den holen wir jetzt mal raus. Wir öffnen das Ganze. Ich freue mich sehr. Wir starten mal mit dem langweiligsten. Das ist nämlich die Bedienungsanleitung. Hier schön eingeschweißt. Du siehst auch nochmal ein Radkreuz. Hier so ein bisschen was, um die Öldruckstoßdämpfer ein bisschen einzustellen. Das fliegt als erstes beiseite. Denn wir wollen ja sehen, was wirklich Spannendes hier drin ist. Haha. Und was haben wir denn hier? Wir haben zum einen natürlich eine sehr schön großdimensionierte Fernsteuerung. Dann haben wir einen 2S Lipo Akku mit 750 mA. Dazu kommt ein USB-Ladegerät mit einem viel zu großen Warnhinweis. Und der Defender. Schau ihn dir an. So wie man es kennt, schön in Frischhaltefolie eingepackt. Und das Wichtigste schauen wir uns jetzt im Detail an, nämlich den Defender. Ein bisschen knisternde Erotik darf auf gar keinen Fall fehlen. Deswegen halte ich jetzt meine Klappe und du genießt einfach mal, was ich jetzt hier mache. Nun die nackte Wahrheit, wie sieht er denn jetzt wirklich aus, so ausgepackt, unser schöner Defender? Also im ersten Moment sieht das Ganze aus wie der TRX4, nur einmal zu heiß gewaschen und schon steht er hier. Wir haben eine tolle Karosserie, ganz Defender-typisch, natürlich lizenziert hier mit dem großen Defender-Schriftzug. Wir haben ganz klassische Lampen, die auch so ein bisschen dreidimensional wirken. Da drin ist nochmal so ein Aufkleber, der so ein bisschen das Spiegeln
der Lampe zeigt. Hier kann man später auch aus dem Zubehör noch ein Lichtset verbauen. Das würde ihm sicherlich sehr gut stehen. Dann leuchtet auch hier die Positionsleuchte. Das tut sie jetzt in dem Fall nicht. Aber wir haben zwei tolle LEDs hier in dieser kräftigen Kunststoffstoßstange. Da unten sitzen sie drin. Die leuchten uns später ganz toll an. Die Attrappe der Seilwinde darf natürlich auch nicht fehlen. Der Kühlergrill, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man so ein bisschen die Lüfterräder, so wie bei dem 1:10er Modell auch. Die Motorhaube ist ganz klassisch gehalten, sieht genauso aus, wie man es kennt. Und auch hier die Lufteinlässe sind hier mit Aufklebern nochmal dargestellt. Die Frontscheibe, wie auch alle anderen Scheiben, sind klar, das finde ich klasse. Und auch hier gibt es wieder den tollen Schnorchel, den Dachgepäckträger, hier überall den Überrollkäfig, genauso wie man es schon kennt. Wenn wir das Fahrzeug jetzt mal ein bisschen drehen, dann sehen wir auch die ganz klassischen Canyon Trail Räder von Traxxas. Das sind 1.0er Felgen. Und schöne weiche Reifen. Hier ist keine Schaumstoffeinlage drin. Die sind tatsächlich nur mit Luft gefüllt, bieten aber hier wirklich ein schönes Profil. Das fühlt sich nach sehr viel Grip an. Gefällt mir sehr gut. Die Kotflügel kommen hier in so einem matinierten Plastik und sind nicht aus Lexan. Und nicht aus Lexan ist auch die Karosserie, denn das hier ist eine Hardbody-Karosserie, die in zwei Farben lackiert ist. Hier sehen wir das schöne schwarze Dach und hier die Hauptfarbe des Defenders. An der Seite haben wir, anders als zum Beispiel bei dem 1:10er Modell, richtige Türgriffe. Das sind keine Aufkleber, sondern wir haben hier richtig haptische kleine Türgriffe. Hier unten, das sind diese Trittbretter wie so eine Art Rockslider. Die sind an der Karosserie befestigt, nicht unten am Chassis. Was mir hier etwas negativ auffällt bei dem Defender, das sind diese abgeschnittenen Gusspunkte. Die sieht man doch recht deutlich, nämlich hier am Gepäckträger. Wenn du dir das hier mal anschaust, dann siehst du, dass da diese Gussüberstände mit einem Cuttermesser etc. entfernt worden sind. Da würde ich auf alle Fälle nochmal mit einem schwarzen Stift so einen Punkt setzen, dass man das nicht mehr sieht, dass stört mich so ein bisschen an der Optik. Bei dem Heck des Defender, da ist wieder alles komplett klassisch, so wie man es kennt. Wir haben hier unseren Wagenheber mit dabei und natürlich auch unsere Benzinkanister. Ein Kennzeichen, tolle Lampen, die funktionieren so nicht. Wenn du die beleuchtet haben möchtest, dann geht das nur mit dem Lichtset. Was ich etwas schade finde, dass dieser Land Rover Aufkleber hier etwas schief ist. Und dass es sich hierbei um einen Aufkleber handelt, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten, die Beifahrerseite sieht genauso schick aus wie die Fahrerseite. Weiteres Detail, was wir haben hier Außenspiegel, aber das ist auch nur ein silberner Aufkleber. Warum kein Spiegelaufkleber, Traxxas? Das hätte mir ebenfalls sehr gut gefallen, wenn man einfach mal eine Spiegelfolie genommen hätte. Dann hätte man diese Scale-Optik von diesem wirklich tollen, schicken Fahrzeug noch etwas mehr unterstreichen können. Eine schöne Karosserie an sich macht natürlich noch keinen Crawler. Da kommt es natürlich auf das Chassis an. Und dazu müssen wir hier die schöne Defender-Karosserie einmal runternehmen. Wie mache ich das? Wenn wir hier mal unter das Fahrzeug schauen, habe ich hier vorne eine Klammer und hier hinten. Und wenn ich diese Klammern nach außen ziehe, dann kann ich die Karosserie ganz einfach abheben. Der TRX 4M kommt mit einem ganz klassischen Geländechassis. Wir haben das Ganze hier auf Leiterrahmenbasis. Hier können wir es sehen. Es handelt sich hierbei um Metall-U-Profile. Das ist richtig schön stabil. Das kann ich auch nicht zusammendrücken. Des Weiteren haben wir hier 4 Lenkeraufhängungen. So sieht das Ganze aus. Wieder erwartend haben wir keine Portalachsen. Wirklich schade beim Defender und gerade auch beim Traxxas TRX 4 sind diese Portalachsen was ganz Charismatisches. Die haben wir hier wirklich leider nicht.
Die Differentiale sind auch durchgängig gesperrt, aber bei der Größe muss man einfach Abstriche machen. Keine Abstriche hingegen machen wir bei der Elektronik. Wir haben hier ein kräftiges Lenkservo mit Metallgetriebe, einen 180er Bürstenmotor mit 87 Turns, ein schönes Akkufach, hier mit so einer schönen Gummihalterung, mit so einer Lasche, da kann man den Akku wunderbar einsetzen, und einen Regler mit zeitgleich Empfänger. Besonderheit bei diesem Regler, wir verfügen über drei Fahrmodi. Das ist zum einen der Sportmodus, der Rennstreckenmodus und der Kriech- bzw. Crawlmodus. Wie du das einstellst, dazu später mehr. Zu guter Letzt haben wir noch wunderbare Öldruckstoßdämpfer. Die fühlen sich richtig gut an, und da schauen wir uns mal jetzt einen Bounce-Test an. Wie du gesehen hast, liegt das Fahrzeug wirklich satt und wippt nicht noch 5000 Mal nach. Das ist wirklich ein ganz toller Vorteil hier bei diesen Öldruckstoßdämpfern. Weiter geht es mit einem ebenfalls sehr, sehr wichtigen Bestandteil des Lieferumfangs, nämlich mit dem Akku und dem Ladegerät. Der TRX4M ist mit einem 2S LiPo-Akku ausgestattet mit 750 mAh. Dieser hier soll für eine Fahrzeit von über einer Stunde sorgen. Da bin ich mir aber auch recht sicher, dass da deine Fahrgewohnheiten einen ganz signifikanten Unterschied machen können. Wenn du mit dem Fahrzeug die ganze Zeit Vollgas fährst, wird er sicherlich keine Stunde aushalten. Wenn du so wie ich ständig stehen bleibst, Fotos, Videos machst, dann sollte der Akku für 60 Minuten Fahrspaß sorgen. Wenn der Akku dann leer ist, dann brauchst du dein Ladegerät. Und so ein Ladegerät hier, das kennen wir von den meisten China-Modellen. Das ist hier wirklich nur noch so ein USB-Anschlussladegerät, so wie man es wirklich aus China kennt. Bei einem 1:10 Crawler wäre mir das tatsächlich zu billig, da hätte ich keine Lust drauf. Aber bei so einem kleinen Crawler wiederum finde ich es ganz praktisch, denn das ist etwas, was man sich wunderbar in die Hosentasche stecken kann oder dann auch zum Beispiel hier im Auto am USB-Anschluss mal aufladen kann, wenn man nach der Arbeit gerade unterwegs ist, seinen Crawler im Kofferraum hat und nochmal eben am Straßenrand anhalten möchte, dann ist das sicherlich eine ganz gute Idee. Bei dem Akku haben wir hier so einen schicken Anschluss, und dieser Anschluss wird dann ganz normal mit dem Ladegerät verbunden. Was ich jetzt etwas schade finde, ich habe hier keinen zusätzlichen Balancer-Anschluss. Das macht es natürlich einfach, ich muss es nur noch anstecken. Dieses Ladegerät balanciert den Akku automatisch. Aber ich kann zum Beispiel meinen Lipo-Checker hier gar nicht anschließen und schauen, wie geht's denn den einzelnen Lipo-Zellen und auf welcher Kapazität befinde ich mich denn gerade. Der einzige Indikator hier ist dann tatsächlich beim Laden die LED. Wenn ich das Ganze zum Laden einstecke, habe ich eine rote LED und eine grüne LED, die blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, dann leuchtet diese LED durchgängig grün. Hier hätte ich mir noch eine Möglichkeit gewünscht, das besser checken zu können. Und die Warnhinweise, die sind ja wohl auch kaum zu übersehen. Ich gebe dir den Tipp, schau sie dir einmal an und dann schneid sie einfach ab. Sie nerven, sie stören, die brauchst du nicht. Du weißt ja wohl, wie du damit umzugehen hast. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich mich besonders über schlechte Fernbedienungen aufregen kann. Und gerade bei diesen kleinen Fahrzeugen kriegt man oftmals so eine Fifi-Fernbedienung, die man dann irgendwie in der Hand hat und dann so ein bisschen fahren muss. Aber ich finde, dass eine Fernsteuerung signifikant zum Fahrerlebnis beiträgt. Denn das ist etwas, das spüre ich, das habe ich in der Hand. Das ist mein einziger Kontakt zum Fahrzeug, den ich habe. Und wenn sich die Fernbedienung schlecht und billig anfühlt, dann fühlt sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs ganz ähnlich an. Zum Glück haben wir dieses Problem bei dem TRX4M nicht, denn wir haben hier eine klassische Traxxas-Fernsteuerung. Ha,
Das tut gut, das fühlt sich gut an. Ich habe hier wirklich was Gutes in der Hand. Sie liegt gut in der Hand und wir haben alles, was wir brauchen. Was uns jetzt natürlich fehlt, was wir vom normalen TRX 4 Defender zum Beispiel kennen, das ist unser Schalter fürs Zweiganggetriebe, aber auch hier oben dieser Kippschalter für die Differentiale. Das entfällt natürlich bei diesem Fahrzeug, aber die wichtigsten Sachen sind ja da. Wir haben eine Trimmung, wir haben eine Lenkung, wir haben unser Gaspedal und unsere Bremse und einen On-Off-Schalter. Was wollen wir denn mehr? Auf geht's zur Testfahrt. Den Defender zum Leben zu erwecken, das ist ganz einfach. Wir schalten zunächst die Fernsteuerung einmal ein. Dann nehmen wir die Karosserie vom Chassis einmal herunter, um den Akku einzusetzen. Wir lösen unsere Gummilasche, setzen unseren kleinen Akku einmal hinein, befestigen die Gummilasche und jetzt eine Besonderheit, dieser Crawler hat keinen On-Off-Schalter. Du hast wirklich nur diesen Stecker und wenn du diesen Stecker hineinsteckst, ist das Fahrzeug an, ziehst du den Stecker, ist das Fahrzeug aus. Vorteil ist natürlich, wir können nicht vergessen, den Akku abzuziehen und können somit eine Tiefenentladung des Akkus verhindern. Finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Wenn du dich jetzt fragst, wie stelle ich denn die verschiedenen Fahrmodi ein? Das ist ganz einfach. Du schaltest deine Fernbedienung ein und hältst erstmal hier bei deinem Regler und Empfänger die Set-Taste gedrückt und schließt dann erst das Fahrzeug an. Nachdem du den Knopf einige Sekunden gedrückt hast, siehst du eine rote LED, wie sie einmal aufleuchtet und dann durch eine grüne LED ersetzt wird. Das war der Fahrmodus 1, der Sportmodus. Danach blinkt die rote Lampe zweimal auf. Du bist im Rennstreckenmodus. Auch danach einmal eine grüne LED. Im Anschluss blinkt die rote LED dreimal. Du befindest dich im Modus 3, im Crawl-Modus. Wenn du dich im gewünschten Modus befindest, dann nimmst du einfach den Finger von der Set-Taste und das Ganze wird einmal kurz bestätigt mit einem Wechselblinken aus Rot und Grün. Ich habe dann den Akku einmal abgezogen, neu angesteckt und deine Einstellung ist soweit gespeichert. Wie du siehst, alles sehr einfach. Die Fernbedienung ist an, das Fahrzeug ist an. Dann setzen wir die Karosserie mal vorsichtig drauf. Klack, schon ist alles fest. Und wir schauen uns zunächst mal die Feinfühligkeit an. Die Trimmung funktioniert schon mal. Jetzt haben wir die Räder auch gerade. Und wir lenken jetzt mal. Das ist voll proportional, man kann es gut sehen. Ich lasse das Ganze mal schnalzen. Und das sieht 1:1 genauso aus wie bei dem Bronco. Kein Wunder, es ist dieselbe Elektronik verbaut. Wenn ich die Lenkung mal so ein bisschen schnalzen lasse, braucht sie einen ganz kleinen Moment, bis sie sich zurückstellt. Das fühlt sich etwas behäbig an, ist aber völlig in Ordnung. Wenn man hier langsam fährt, dann ist das sehr feinfühlig. Jetzt geben wir einmal ein bisschen Gas. Und auch hier der Defender, der ist sehr schön leise. Wir hören das Fiepen von dem Motor. Wir gehen mal auf Vollgas. Ja, das war Vollgas. Habe ich mir deutlich lauter vorgestellt, finde ich tatsächlich angenehm. Wenn ich jetzt überlege, dass ich im Wald unterwegs bin, dann hört man nur so ein bisschen Fiepen. Ja, sehr, sehr schön. Wir fahren mal ein bisschen rückwärts. Auch das funktioniert sehr gut. Jetzt fahren wir mal hier auf meiner provisorischen Teststrecke. Natürlich, sowas siehst du im Wald äußerst selten. Handelscheiben und irgendwelche Bitkoffer. Aber zur Demonstration sollte das auf jeden Fall reichen. Ah, schön. Ah, die Canyon Trail Räder, die beißen sich hier so ein bisschen die Zähne aus. Versuchen es mal mit etwas Schwung. Und da kommt er direkt schon und von dieser Seite sieht man hier gerade eine ganz tolle Verschränkung. Das muss ich dir gleich nochmal zeigen. Da macht er eine gute Figur. Oh, schön. Und auch das macht direkt so ein bisschen Spaß hier. Also wer jetzt denkt, dass das fürs Wohnzimmer etc.
Das finde ich überhaupt nicht. Ich habe richtig Bock, damit dann direkt auch ins Gelände zu fahren. Und eine ganz tolle Sache hierbei ist, dass der Crawler wasserfest ist. Das heißt, wenn du mal damit durch eine Pfütze fährst oder durch einen kleinen Bach, sollte erstmal nichts passieren, solange du es nicht übertreibst. Einzig, was mir negativ ein bisschen auffällt, das ist, dass diese Canyon Trail Räder hier so ein bisschen kratzen in dem Radkasten. Das hört man jetzt hier und da, wenn der Wagen wirklich voll verschränkt, dann kratzt das da so ein bisschen dran. Finde ich ein bisschen schade. Da müsste man mal schauen, ob man irgendwie so leichte Abstandshalter oder sowas sich bauen kann, weil sonst fühlt sich das toll an. Die Reifen richtig schön weich, ganz zart, die Federung richtig gut gemacht mit diesen Öldruckstoßdämpfern. Also das fühlt sich schon geil an und ich bin den Bronco ja auch schon gefahren. Den habe ich ausgepackt, das guckt ihr doch mal auf meinem Kanal an. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher jetzt besser ist. Sie machen beide den Job gerade ziemlich gut, es macht auf alle Fälle Spaß. Der Defender ist hinten ein bisschen schwerer und was mir auch hier auffällt, dieses Untersetzungsgetriebe, was man im Zubehör bekommt, das macht sicherlich nochmal Sinn, um das Ganze nochmal ein bisschen feinfühliger zu machen, um nochmal mit ein bisschen mehr Kraft zu arbeiten. Und um es mal so zu sagen, der Bronco, den ich vorhin ausgepackt habe, der ist mir nicht umgekippt. Also der Defender scheint wirklich etwas kopflastiger zu sein, aber mein Geländeaufbau ist jetzt auch wirklich nicht aussagekräftig. Schauen wir hier nochmal so ein bisschen die Verschränkung. Guck mal hier, das sieht doch klasse aus. Das macht doch Spaß. Das ist schön. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Fahrzeug. Gefällt mir richtig gut. In der Umfrage bei mir auf meinem YouTube-Kanal habe ich gesehen, dass 70% hier den Defender dem Bronco bevorzugen würden. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Schreib es in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dein World Control RC.